So. Perfekt. Noch anschnallen. Genau, wegen der Sicherheit. Selber. Perfekt. Ich würde sagen, wir fahren erstmal rauf, dann reden wir, oder? Genau. Ja, wir müssen auch ein bisschen warm fahren. Ja, Auto ist ganz kalt. Ja. Die Reifen sind kalt. Wie lange brauchst du ein Auto, bis er warm ist? Motor ist ja schon jetzt, ja, hatten wir vorne warm laufen lassen, aber die Räder brauchen bestimmt so 4-5 Kurven, dann haben wir ein bisschen Temperatur. Ja, ja. Kommt da immer drauf an, wie schnell man fährt. Ja, ne? Ja, klar. Also jetzt gleich mal ein bisschen die erste zwei Kurven fährt, dann werden sie schneller warm, ist ja klar. Ja. So. Und jetzt müssen wir noch die linke Seite, die rechte Seite anfahren. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt geht's. Jetzt, sind wir da, ja? Jetzt sind wir da. Auf dem Autodromo di Algarve, glaube ich, im C63 S-Modell, mal die Vorzüge vom neuen AMG C63 erklärt zu bekommen. Ja, es ist der neue Motor, macht unglaublich viel Spaß mit dem V8 Biturbo. Das Drehmoment ist so gigantisch, dass man viele Kurven, wo man vorher zweite Gang gefahren ist, fährt man jetzt locker im dritten Gang und hat so viel Leistung zur Verfügung, dass man das Auto richtig schön um die Kurve lenken kann mit dem Gaspedal. Das ist für einen Rennfahrer eigentlich richtig wichtig, dass er das Auto in die Kurve erstmal gut einlenkt. Das macht der C63, der neue, sehr gut. Und sobald ich dann die Richtung habe, ich ans Gas gehe und mit dem Gas, mit dem Drehmoment das Auto perfekt zum Ausgang hin steuere. Wie zum Beispiel hier, das ist die zweitletzte Kurve in Podimar. Wenn ich hier ans Gas gehe, dann komme ich schön mit dem Gas genau außen an den Korb raus. Und das macht natürlich richtig viel Spaß. Oder hier letzte Kurve über diese Kuppe. Das Auto ist super neutral, passiert so gut wie nichts. Und dann hier raus beschleunigen, kommt auf die Gerade. Und ja, wie gesagt, dieser Torque, dieser Druck ist unglaublich. Wir fahren jetzt 240 und da bis unten zum Anbremsen haben wir 255 drauf. Dann anbremsen hier runter über die Kuppe. Ja, die Keramikbremse. Genau, die Keramikbremse ist perfekt für die Rennstrecke. Und da haben wir richtig viel drauf Wert gelegt, dass man auch das Trailbrechen, das heißt das Bremsen hier bis in die Kurve rein, das ABS perfekt abgestimmt ist. Und ja, das Auto liegt auch super. Man kann wirklich schön fest auf der Bremse bleiben und die Geschwindigkeit mit in die Kurve nehmen. Man kann dirigieren. Genau. Es ist oft so, dass Autos, wenn man richtig stark auf der Bremse ist, so wie hier in diese Spitzkehre reinbremst und lenkt dann rein, dann schiebt dann viele Autos über die Vorderachse und das macht der C63 überhaupt nicht. Okay. Der lenkt, obwohl man voll auf dem Bremspedal steht, richtig schön rein und dann geht man ins Gas. Die Traktion ist gut und bringt natürlich auch die ganze Leistung auf den, auf den Boden, was ja auch wichtig ist. Definitiv. Da hilft ja das elektronische Sperrdifferenzial, ne? Genau, also da haben wir viel Arbeit drin investiert, dass es auch perfekt arbeitet in jeder Situation. Denn ganz klar ist der Anspruch in einer Kurve mit 80 km/h ganz anders, wie jetzt hier in einer Kurve, die mit 160 fast Vollgas gefahren wird. Ja. Muss das Differential halt eine ganz andere Arbeit vollbringen und das kann so ein elektronisches Sperrdifferenzial am allerbesten. Und wie viel helfen da die guten Cup-Reifen? Die tun auch übrigens, ne? Absolut. Ich meine, so ein Reifen ist die Verbindung zwischen Fahrbahn und Auto. Und wenn das nicht perfekt auf das Auto abgestimmt ist, dann leidet irgendwas darunter. Aber man kann die auch mehrere Runden fahren, ohne dass man einen großen Drop-Off hat. Das heißt, dass die Zeit langsamer wird. Sie bleiben recht konstant. Und das macht als Rennfahrer natürlich unglaublich Spaß, wenn man nicht nach der ersten Runde schon Performance verliert, sondern natürlich, dass man wirklich über eine längere Distanz hier richtig am Gas bleiben kann. Ja, ist beeindruckend. Macht richtig Spaß. Also vor allen Dingen hier so schnelle Kurven, wie schön am an der Schlupfgrenze stabil bleiben. Das Wünsche ist das Dirigenten-Feeling dann. Und das war für mich als Rennfahrer jetzt natürlich immer was Besonderes, wenn man so ein Auto dann hinbekommt und sagt, richtig auf die Bremsen hier über die Kuppe runter. Oh, ja.
Verzögerung ist perfekt da. Einlenken zum Scheitelpunkt. Es ist eine Lenkbewegung, dann raus. Ja. Eine Lenkbewegung wieder zum Scheitelpunkt. Hier auf der Bremse bleiben. Richtig hartes Bremsen. Ja. Das ist eigentlich das Schwierigste für so ein Auto, wenn er schon entlastet ist auf der Hinterachse und dann ans Gas geht, dass das Heck noch stabil bleibt. Und da haben wir doch, glaube ich, ein Wahnsinnsergebnis erzielt. Ja, wie sehr sind als Rennfahrer Sie denn bei AMG in die Entwicklung mit eingebunden? Das ist eine Top-Expertise, ne? Ja, also ich habe das Glück, dass der Markus Hofbauer, der ruft mich, unser Chefentwickler, an und sagt, ja, wir haben wieder neue Dinge, komm vorbei, Hockenheim, Nürburgring, Testfahrten und darf ich auch immer meine Erfahrungen, die ich habe, auf den Rennstrecken mit eingeben und die Zusammenarbeit ist was ganz Einmaliges, denn ich kann immer sagen, ein paar Gene, es ist in jedem Auto von mir auch mit drin. Okay, das ist super. Ja, das ist Wahnsinn, wie der liegt. Der liegt unglaublich. Also es ist, er ist einfach schön zu fahren, einfach zu fahren. Ja. Ist, nicht, manchmal gibt es Autos, die einfach im Grenzbereich sehr snappy sind, also schnell ausbrechen, und das macht der neue C63 überhaupt nicht. Also er ist sehr berechenbar und man kann sich auch ihn verlassen. Wir fahren ja jetzt mit ESP Sport immer noch, was perfekt abgestimmt ist für die Rennstrecke. Kann jetzt muss man auch dazu sagen, beim ESP quasi noch an. Genau. Und trotzdem kann man voll fahren. Und deswegen, trotzdem kann ich hier so das Auto in den Grenzbereich in leichten Drift bekommen. Ja. Sollte ich es übertreiben, werde ich aber gerettet. Und das ist das Wichtige einfach. Ja? Dass man, wenn ich hier im Grenzbereich bin und jetzt gebe ich ein bisschen zu früh Gas, da kommt ein bisschen Jupp, dann rettet mich das ESP. Ja. Weil wenn ich das dann nicht habe, dann muss man schon ein sehr geübter Autofahrer sein, um das noch abfangen zu können. Ja, ist der Hammer. Auch so über die Kuppe beim Bremsen, wie stabil er noch ist. Also macht richtig Spaß. Ja, phänomenal. Also auch die Soundkulisse des Autos. Unglaublich. Ja, ich denke, wenn man auf die Rennstrecke fährt, dann muss man fahrdynamisch ein perfektes Auto haben, aber auch einen Sound. Das Ohr fährt mit. Definitiv. Und wenn man einen richtig schönen Sound auch innen drin hat, wie wir das haben bei diesem Turbo, das macht noch mal mehr Spaß. Das kann ich bestätigen vom Beifahrerplatz. Ja, super. So. Wir können das ESP ja mal ausschalten. Ja, gerne. Dann haben wir mal einen Unterschied. Genau. Ja. Off. So, ESP off. Dann muss man natürlich hier... genau. Da muss man lenken. Muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ja? Wir haben 510 PS. Ja. Im zweiten Gang ist es natürlich schon Gefühl im Fuß angesagt. Ne? Ja. Aber auch das kann er. Ja, also. Ja. Sehr schön. Ich finde einfach, die Bremse ist mega geworden. Ja. Also die lässt auch nicht nach. Wir fahren ja jetzt schon ein paar Runden und trotzdem kann man immer noch schön. Ja, man merkt hier schon ziemlich viel Renngehen drin. Ja, das kann er. Ja, vielleicht noch eine Runde, ne? Ja, genau. Aber die letzte Runde, ich fahre jetzt hier noch schnell die Abkühlung, Bremse und dann Abkühlung, genau. Wie gesagt, richtig fest immer an die Eisen. Ja. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung hier über diese Kuppe beim Topspeed. Ja. Das Auto wird ja ein bisschen leicht, wenn man über die Kuppe kommt und das dann trotzdem stabil bleibt. Ja. Da haben die Jungs von der Bremsenentwicklung viel zu tun, um weil es wird natürlich, die Verzögerung wird ein bisschen weniger, weil die Reifen einfach den Bodenkontakt verlieren und dass das ABS aber, sobald das Auto wieder maximalen Druck hat, wieder perfekt funktioniert, das erfordert viel Arbeit. Aber das hilft auch auf der Straße. Es gibt ja oft Kuppen und wenn man dann plötzlich bremsen muss auf der Kuppe, sollte das Auto auch perfekt funktionieren. Und das ist so eine Rennstrecke, wo man gerne hingeht, um so eine Entwicklung zu machen, weil man einfach diese Gegebenheit halt auch im Straßenverkehr hat. Ja.
Vielleicht noch eine Frage als jetzt an den Profi. Wie viel spürbare GT-Gene stecken denn hier in dem Auto? Kann man da was zu sagen? Ich meine, die Gene sind mehr die AMG-Gene, die in allen unseren Autos steckt. Der GT ist ein ganz klar ein Sportwagen, ist von der Gewichtsverteilung ganz anders, aber wir haben viel davon profitiert, was Motor gerade angeht. Die Charakteristik ist ja ziemlich ähnlich und das Umsetzung, wie die Power-Entfaltung ist aus den Kurven raus, denn es ist 510 PS, braucht man ja nicht immer. Deswegen, man muss auch ein Gaspedal haben, die das dosierbar macht. Ja. Und das merkt man extrem, wenn man im GT gefahren ist und spürt dieses Drehmoment, wie die Power-Entfaltung am Gaspedal stattfindet. Das ist sehr, sehr ähnlich. Das Getriebe ist zwar ein ganz anderes als jetzt im GT, aber auch da mit dem Zwischengas beim Zurückschalten, beim Hochschalten, das ist schnelle ohne Kraftunterbrechung, das ist absolut vergleichbar. Vom Fahrverhalten ist es natürlich ein bisschen anders, weil es ein ganz anderes Auto ist, es ist eine Limousine, aber nichtsdestotrotz ist er auch sehr neutral, das haben wir ja gerade gemerkt. Haben wir gerade bestens gesehen und gemerkt. Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Auto geschaffen, was absolut alltagstauglich ist, mit dem man zum Einkaufen kann. Ja, genau. Aber man kann auch am Freitagmittag zum Nürburgring fahren und sagen, so, jetzt gucke ich mal, was für Rundenzeit auf der Nordschleife drin ist. Ja, das ist das Phänomenale, glaube ich. Man kann wirklich von Montag bis Freitag ins Büro fahren, hat eine normale Limousinentheorie, also in Anführungsstrichen normal, kann aber trotzdem wirklich Hardcore-Racing betreiben. Absolut. Man muss sagen, das ist der neue C63. Kann da den perfekten Spagat, auch das mit die Setups, das finde ich halt für mich unglaublich schön, dass ich das Auto hier für mich individuell abstimmen kann. Wir fahren zum Beispiel hier nicht ganz hart mit dem Setup von den Dämpfern, weil diese Strecke A, wellig ist und B, die Kopierung drin haben. Also es geht viel Up und Downs und da ist es gar nicht so hilfreich, so ein ganz hartes Setup zu haben. Okay. Das macht man vielleicht mehr auf diesen modernen Formel-1-Rennstrecken, die ganz Topf eben sind, keine Bodenwellen hat, da fährt man dann das ganz Harte. Oder man macht einfach Komfort und dann fährt man ganz relaxed über die Straße. Oder auch man legt das in den Individualprogramm ab. Also das ist schon perfekt. Da drückt man einfach nur den Knopf und ist mit einem Switch da, wo man hin will. Schaltet selber, schaltet nicht selber. Kann sich jeder genauso abprogrammieren, wie er das braucht. Ja, das ist perfekt. Ja. Super. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Ritt. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sehr großen Spaß, sehr großen Spaß. Mir perfekt, auch. Mal die Grenzen irgendwie zu sehen, was so ein Auto, oder die Grenzen kann man ja eh nicht erkennen, aber die Möglichkeiten zu erkennen. Genau, was in dem Auto steckt. Also das ist oft so, dass wenn ich so Taxifahrten mache, dass die Leute dann sagen, boah, ist ja unglaublich, was das Auto eigentlich auch alles kann. Ja. Und wir machen ja auch viele Fahrerlehrgänge bei AMG in der Driving Academy. Und es ist schön zu sehen, dass es viele Leute gibt, die genauso viel Spaß am Autofahren haben wie ich. Ja. Ja, ich kann nur sagen, beeindruckend. Sehr beeindruckend bei dem Fahrer natürlich, perfekt, also super. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ja, danke nochmal.